Moin Jungs, 80's back und willkommen zu 1269. Nice. In Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ja, ihr wisst, wo wir sind. Ich muss es euch gar nicht mehr sagen. Ich habe gerade gesehen, als ich das YouTube Studio geöffnet habe, dass mein Kanal Geburtstag hat. Was mich wundert, weil ich dachte, es wäre erst morgen. Für mich, für euch, ja. Für euch stimmt's. 2. Mai 2020 habe ich hier die Kanäle oder den Kanal gegründet. Den Kanal und auch meinen Twitch-Account, der hat deutlich weniger Action in den vergangenen 4 Jahren gehabt. Im Vergleich zu hier dem, natürlich, aber ja. Deswegen Happy Birthday an mich selber, was witzig ist, weil ich halt selber nächste Woche Geburtstag habe. Ich weiß nicht, was hier abgeht, ist mir auch egal. Oh, nee. Lass mich kurz mal hier das Eis entfernen. Und dann wegfliegen. Was sagt eigentlich die Elite? Oder geht's auch noch gut? Ja. 4 Jahre. Digga, 4 Jahre gibt's jetzt den Kanal. Ich habe natürlich nicht ab dem Tag auch hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wieso ich an dem Tag den Kanal erstellt habe, weil ich habe gefühlt 6 Monate später immer noch nichts hochgeladen. Ich hatte halt damals. Ich weiß das gar nicht mehr so wirklich. Das ist wirklich ein Teil, wo ich mir nicht sicher bin. Ich habe irgendwann im Sommer 20 angefangen zu streamen. Meistens entweder Warzone. Ich glaube, das allererste Video hier auf dem Kanal ist sogar ein Warzone-Video. Ganz weirde Nummer. Ist auch ein echt scheiß Video. Aber danach, oder halt Warzone. Und was ich auch noch gestreamt habe, war halt Minecraft mit 2 meiner besten Freunde auf einem Server einfach, wie wir da so gespielt haben, wie wir da gelabert haben, so einfach super oft abends ein paar Stunden. Irgendwann habe ich dann auch noch Formel 1, meine ich, gespielt, entweder als Karriere oder Online-Rennen, auch wenn ich die Online-Rennen immer ziemlich scheiße fand und dadurch dann halt auch weniger Lust drauf hatte, das zu machen, wodurch ich dadurch dann halt auch irgendwann aufgehört habe. Generell habe ich damit ja relativ schnell aufgehört. Zum Beispiel das Warzone-Video, was ich da hochgeladen hatte, war zum Beispiel auch ein Stream-Highlights-Video. Auch wenn man das nicht unbedingt so nennen kann, weil Highlights, naja, Highlights waren das jetzt nicht. Aber, also generell, weil ich unfassbar scheiße war in Warzone, aber sogar für mich waren das keine Highlights, was ich da hochgeladen habe. Das war halt so, das macht gerade jeder, das klappt ja auch bei Trimax, warum soll ich das denn nicht machen, dann kann es ja bei mir auch klappen. Nachteil an dem, oder Denkfehler daran ist natürlich, ja, Trimax kennen aber auch Leute, die wollen auch sehen, wie der einfach Warzone spielt. Genauso wie ich das ja bei dem auch geguckt habe, einfach weil ich halt Trimax kenne und den ganz witzig finde. Und Warzone damals ja auch, ich sag mal, im Hype war. Aber ja, ist natürlich nicht bei irgendeinem Random so. Auf jeden Fall war es dann halt so gegen, ich sag mal, Juli, August, September habe ich gestreamt. Dann habe ich aufgehört. Und dann im 1. November, ganz kurz noch dazwischen, ich habe noch ein Video gemacht. Das gibt es, glaube ich. Ich glaube eigentlich hier auf dem Kanal sind alle online. Aber, ja, das habe ich gemacht. Das ist das erste und das einzige Video auf Englisch. Da habe ich nämlich bei GTA kam in dem Sommer davor, oder in dem Sommer kamen die Formel 1 Autos und die Formel 1 Rennen in GTA dazu. Und die fand ich halt mega geil, logischerweise. Und habe dann so ein Circuit Guide gemacht. Also ich habe mir eine von den Strecken rausgesucht und habe dann quasi da eine Hotlap gemacht und habe über jede Kurve geredet, wie man die am besten fahren sollte. Wer kann hier drin eigentlich wohnen? Was ein Schwachsinn. Also wie man die am besten fährt, wo man drauf achten muss, bla bla quasi. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt es oft, wenn Formel 1 ist, zum Beispiel im freien Training oder so, dass sie dann einen von den Kommentatoren eine Runde lang beauftragen, live zu kommentieren, wie einer fährt. So zum Beispiel, ja, jetzt in Turn 1 musst du aufpassen, dass du nicht zu weit rauskommst. Dann bla bla. Ne? Dann schaltest du einen Gang runter, dann gehst du da ein bisschen auf den Körper, aber nicht zu weit. Sowas halt. Und das habe ich halt für eine von den Strecken gemacht. Ich weiß nur nicht genau, warum ich meinte, das auf Englisch machen zu müssen. Weil
Wie man hört, ist mein Akzent unfassbar räudig. Was ich unfassbar schade finde, weil wenn ich den nicht hätte, würde ich, glaube ich, nur auf Englisch Videos machen. Weil ich finde Englisch total geil und ich kann halt auch Englisch. Es hört sich einfach nur mega beschissen an, weil es ist generell ja eigentlich, wenn Deutsche Englisch sprechen, das ist zum Weglaufen. Das sind ja nur ganz wenige Ausnahmen, wo du dann denkst so, krass, wie macht er das? Meistens ist es bei Frauen. Das war schon damals irgendwie in der Grundschule vielleicht noch nicht, aber gerade als es aufs Gymnasium ging, waren so die Ersten in meiner Klasse, die haben, erstmal konnten die generell schon Englisch sprechen, wo ich mir gedacht habe, Bruder, warum? So, ich war richtig spät, was das angeht, weil ich immer gedacht habe, Bruder, ich bin nur in Deutschland, was soll ich hier Englisch reden? Hatte ich gar kein Interesse dran. Aber so einem, oder meine beste Freundin damals, die konnte gefühlt in der 4. Klasse flüssig Englisch reden. Und die hatte gefühlt damals schon nicht diesen Akzent. Und ich habe den heute noch und ich weiß nicht, wie ich den wegkriege. Ich habe mir schon vorgenommen, irgendwann mal einen Akzentcoach zu buchen, dass der mir das wegtrainiert. Weil ich finde das so ätzend, ne? So, nee. Sorry. Also. Ja, auf jeden Fall. Das Video gab es dann noch und dann habe ich am 1. November 20 hiermit angefangen. Darüber habe ich ja wirklich schon zur Genüge geredet, aber ich fand es ganz witzig, dass das da jetzt gerade stand, weil heute, streng genommen gestern, ist auch noch ein anderer. Nee, gar nicht, das ist ja derselbe Tag. Am 1. habe ich den Kanal erstellt, ich weiß nur, ich habe nur den 2. Mai im Kopf, weil ich das getwittert habe am 2. Mai. Ich habe am 2. Mai getwittert, yo, ich habe einen YouTube-Kanal für 8 at Heart erstellt, weil bis zu dem Zeitpunkt war ich ja als Musiker unterwegs, als Rapper. Ne, das ist ja mal was ganz anderes. Und dazu, weil ich halt auch in dem Jahr so ein bisschen gemerkt habe, okay, mir macht Musik Spaß, aber mir macht halt doch noch, wie auch schon 1000 Jahre früher, Zocken und YouTube auch immer noch super viel Spaß, weil ich habe ja schon 2011 oder so mal YouTube gemacht, keine Ahnung, dann 2013, 14 und 15 wieder und dann komplett aufgehört und dann 18 mit Musik wieder angefangen und darüber bin ich dann wieder zurückgekommen, also danke für die Musik auf jeden Fall, habe ich auch seit 2021 nichts gemacht, außer das vor 1-2 Monaten, was ich euch erzählt hatte, dass das grausam war, aber ja, wo war ich jetzt? Digga, Alter. Die Dinger finde ich immer noch krass. Ich wünschte, die hätten irgendeinen Sinn. So, dass halt irgendwas im Nether wäre, was die halt braucht. Aber gibt's halt nicht. Das ist ein cooler Dschungel aber hier. Auch das hier, der Fluss. Ist das ein Fluss? Ja. Dass hier das Wasser so durchgeht, finde ich cool. Und auch, dass der mal relativ groß ist. Das ist nur eine Höhle. Guck mal, das ist echt voll geil hier. Hier kann man wieder ein bisschen Zeit verschwenden. Bis jetzt, wir haben zu viel Fortschritte gemacht in der Folge. Alter, das sieht übel episch aus. Hä? Da fliege ich direkt mal ein bisschen mit F9. Mit der Cinematic Camera. So. Wo war ich? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es komplett vergessen gerade. Vielleicht auch die Rakete auswählen. Alter, das macht ja voll Spaß. Das ist ja wie FPV-Drohne fliegen. Wollen wir auch nochmal so ein Elytra-Mod holen, wo man dann auch noch cooler fliegen kann. Ich vergesse es nur die ganze Zeit, auch wenn jetzt hier bei der Expedition natürlich der perfekte Zeitpunkt dafür wäre, weil wir hier ja eigentlich die ganze Zeit nur fliegen. Aber ja, wie gesagt, ich vergesse es die ganze Zeit nur. Es macht ja übel Spaß, damit so zu fliegen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ja, auf jeden Fall 1. November, bla, ne, dann waren wir hier. Aber es ist witzig, dass das jetzt am 1. Mai passiert ist. Oder dass am 1. Mai hier der Kanal Geburtstag hat, weil dieses Jahr, 4 Jahre später, am 1. Mai, ist etwas passiert, was zwar eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Aber da muss ich mich kurz konzentrieren. Ja, du mich auch. Mich auch. Aha, 2 Dias. Ja, also was eigentlich nur... Digga, ich komme hier komplett vom Thema ab.
Es ist was passiert, was eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Und zwar hat 80 Zockt heute 80 Gaming überholt. Von den Abos. Und das finde ich dann doch ziemlich krass. Ich lasse das jetzt hier, weil das sieht ziemlich cool aus. Oder soll ich irgendwas anderes hier lassen? Was kann ich hier lassen? Ich brauche eigentlich keinen Wassereimer, ne? Oder Arrows. Brote finde ich, ja. Ich brauche keine Arrows, weil mein Bogen weg ist. So viel dazu. So, wir fliegen weiter. Genau. 80 Gaming ist nicht mehr mein größter Kanal. Wir haben 2948 bei 80 Gaming. Und seit heute haben wir, oder aktuell, haben wir bei 80 Zockt 2990. Das ist jetzt noch nicht der Riesenunterschied, natürlich. Aber aktuell baut er sich natürlich sehr doll aus. Und da ich auch heute weitergemacht habe am nächsten Video, ja, du mich auch. Ja, da ich auch heute weitergemacht habe am nächsten Video, wird das wahrscheinlich, oder hoffentlich, wenn das nächste Video auch gut wird, wird das natürlich weiter in die Richtung gehen. Ach ja, genau. Schade. Ja, dann wird sich dieser Vorsprung nur weiter ausbauen. Und dann wird diese Zahl oder dieser Zahlenunterschied immer deutlicher. Ich habe den Screenshot gemacht. Liegen wir richtig? Ja und ja. Okay, gut. Dann fliegen wir weiter. Ich lasse das jetzt einfach mal mit der F9 und ohne die Dingens unten einzublenden. Das sieht nämlich irgendwie schön aus. Und so zu fliegen macht echt Spaß. Und hier ist schon wieder der nächste Dschungel. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich nicht zu schnell fliege, weil ihr seht ja schon, wie langsam die Welt sich gerade noch aufbaut. Gleich hat mein PC wieder genug davon, dann werden wir wieder 100 Meter, oder 100 wäre schön, tausende Meter zurückgesetzt. Aber ja, es ist tatsächlich heute passiert. Aber ich meine, hier auf dem Kanal habe ich ja auch wirklich, ich weiß noch nicht mal mehr, wann das letzte Nicht-Nostalgie-Video hier kam. Also wenn, dann war es ja ein Seed, ne, so viel ist klar. Aber wann das war, keinen blassen Schimmer. Ich gehe jetzt hier einmal außen rum. Wahrscheinlich weiß Justus auch wieder, wo ich eigentlich suchen müsste. Aber das kann er mir jetzt ja natürlich noch nicht sagen. Wenn, dann erst morgen. Und morgen ist es zu spät. Naja, egal. Ich habe es ja in der Pyramide auch nicht gefunden. Vielleicht hier. Ja, guck mal. Was ist das? Ist das ein Pottery Shard? Ja, es ist ein Pottery Shard. Wie geil. Okay, wenigstens ein. Aber ich habe gelernt, ne? Man soll ja nicht meinen, es gibt hier keinen Lerneffekt in dem Programm hier. Ich habe gelernt, dass wir auch ganz einfach noch weiter buddeln können. Respecting the Remnants. Ah ja. Oh, das tut weh. Das tut auch vor allem echt weh, weil lieber ein Stack Brote wegschmeißen, als das machen. So, man kann jetzt... Echt? Ah, hier ist noch was. Komm bitte. Ja, als ob. Ist das noch einer? Das ist ein Emerald. Wow. Aber hier drunter vielleicht? Nee. Da drunter? Nee. Nee. Ja, aber hier. Oder? Nee. Nee, nee, das sind dieselben Partikel überall. Na gut, dann nicht, ne? Dann machen wir das ganz einfach so, dass wir wirklich... Jetzt müssen wir echt diese blöden Brote wegschmeißen. Ich will die Brote nicht wegschmeißen. Kann ich irgendwas anderes weg? Ich schmeiße diesen scheiß Wassereimer weg. Es tut mir leid, aber bei Broten, da werde ich sentimental. Oh Mann, ey. Ja, gut. Hätten wir das. Wir haben einen Pottery Shard. Ich weiß nicht, ob einer reicht, um so ein Ding zu bauen, wo dann halt nur an einer Seite sowas ist. Weil man kann ja auch alle vier bestellen, quasi, bei Amazon Prime. Das weiß ich, weil das habe ich für die Cyberpunk-Stadt oft genug gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das auch mit einem geht, weil ich wüsste nicht, aus was man den Rest dann baut. Vielleicht aus Lehm, vielleicht aus was anderem, keinen lassen. Hier sieht es extrem cool aus. Extrem, extrem cool. Und da es hier so cool aussieht, müssen wir nicht durch den Mangrovensumpf, was ich immer sehr gut finde, weil da laggt es immer so blöd.
Komme ich hier durch? Natürlich komme ich hier durch. Hier ist ein Creeper mit W, aber das ist egal. So. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich 80 Zockt gegründet habe. Es war auf jeden Fall im ersten Jahr. Weil, als wir hier 365 erreicht haben, eventuell kann sich da der ein oder andere dran erinnern, habe ich die ersten 10 Folgen danach auf 80 Zockt hochgeladen. Ich kann mich auch täuschen und habe dafür 80 Zockt überhaupt erstellt. Das kann durchaus sein, wirklich. Weil ich halt einen Kanal haben wollte, der nur Nostalgie macht und einen Kanal haben wollte, der nur die anderen Sachen macht. Witzigerweise haben wir es halt jetzt genau andersrum. Und es war halt damals unfassbar dumm, das zu ändern, weil hier auf dem Kanal dann natürlich gar nichts mehr kam, außer die Hauptvideos. Und die Hauptvideos kamen damals, glaube ich, einmal die Woche. Wenn überhaupt. Oder was heißt, wenn überhaupt? Das wäre für heute, wäre das ja eine Verbesserung um 50.000%. Aber das war halt dann viel, viel weniger. Und das hat YouTube halt dann gemerkt, weil da einfach keiner mehr auf den Kanal kam. Und dann haben die sich gedacht, ja, das muss ja an irgendwas liegen. Dann zeigen wir denen die Sachen halt auch weniger. Oder ich habe in der Zeit einfach auch richtige Scheiße gemacht. Das kann auch sein, aber das, ich erkläre es mir lieber anders, sagen wir es mal so. Aber ja. Und dann habe ich nach 10 Tagen, oder ich habe mir das angeguckt, es wurde jeden Tag schlimmer, weil halt auch die Seed-Videos nicht mehr performt haben, als ich die Nostalgie-Dinger runtergenommen habe. Oder nee, nicht runter. Nein, jetzt weiß ich es wieder. Das war die Zeit, wo ich gerade angefangen habe mit den Hardcore-Videos. Und das erste Mal so ein, ich sag jetzt mal, Hype hatte. Ne, keine Sorge, das war kein Hype, aber ja, das war dann die Zeit. Und dann ging halt gerade alles nach oben. Dann habe ich diesen Change gemacht, wo halt dann nur noch ein Hardcore-Video die Woche kam und nicht 7 Nostalgie und ein Hardcore-Video. Und das ist dann alles komplett abgekracht. Dann habe ich 2 oder 1,5 Wochen richtig Scheiße gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ändere es wieder und wir machen Nostalgie wieder hier weiter. We live and we learn, ne? We live and we learn. So. Aber nicht mehr viel, denn ich bin schon voll am Überziehen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Dann bist du schon. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.